Hallo und willkommen zurück zu Jack 3. Ja, der erste Part war schon mal sehr rasant. Wir haben direkt schon gesehen, dass es wieder sehr viel Abwechslung bietet und ja, dass es anscheinend auch teilweise ganz schön knackig wird. Und ja, wir haben hier wieder jede Menge Nebenmissionen und wir stehen direkt schon wieder vor einer weiteren. Noch ein heiliger Ort in der Wüste. Gehe dorthin und zeige uns, ob du so gut bist, wie man sagt. Das war beinahe unwürdig. Los, versuch's noch einmal. Wir müssen natürlich erstmal lokalisieren, wo das Ding ist. Und wieder bewahrheitet sich, was man erzählt. Du warst, bist ein großer Held. Okay. Okay. Das ist ja übel. Das ist ja brutal. Das Blöde ist, wir können uns im Fahrzeug nicht verteidigen, dementsprechend müssen wir mal gucken, dass wir irgendwie ein bisschen Abstand gewinnen. Eieiei. Klasse gefahren. Mein Berater hier sagt, auf Rädern bist du ein Ass. Ich komme zurecht. Der hier könnte nützlich sein, Demis. Ich finde, wir sollten ihn behalten. Vergiss es, Packer! Im Ödland haben die Sandstürme Artefakte freigelegt. Diese Gegenstände liegen seit Jahrhunderten tief im sandigen Boden verborgen. Nehmt das Fahrzeug und findet möglichst viele Gegenstände, bevor wieder neue Stürme aufziehen. Eine Sache noch. Wenn ihr in einen Sturm kommt, reißt er euch die Haut vom Leibe. Oh, toll. Ist ja sehr beruhigend. Wir waren doch gerade erst wieder rein. Oh, okay. Wieder etwas auf Zeit. Wir haben ein Artefakt. Cool.
Zumindest sehen die schon mal unterschiedlich aus. Also auch wenn man die Außenwelt erkunden kann, muss ich sagen, dass das hier sehr unangenehm ist zu erkunden. Weil wir immer wieder von diesen Fahrzeugen attackiert werden. Der Weg ins Wasser war anscheinend der bessere, auch wenn das ein bisschen Zeit gekostet hat. Wir sind nämlich dadurch einige Gegner losgeworden. Leute, ihr seid nervig. Also das Spiel ist auf jeden Fall jetzt schon ziemlich böse. Nein. Danke. Es wäre so viel leichter, wenn wir nicht die ganze Zeit beschossen werden würden. Ach Mann. Ach, das ist wirklich nervig. Also ich muss ehrlich sagen, man kann es auch ein bisschen übertreiben mit den Gegnern. Mal die einen auch immer direkt komplett in die Zange nehmen und man eigentlich gar nicht mehr ausweichen kann. Holy moly, ey. Wir haben ja auch gemerkt, die zu erledigen, das bringt überhaupt nichts. Wir werden ja jedes Mal attackiert. Von neuen Gegnern. Möglicherweise sind die zielsicher wie Sturmtruppen. Die Sicht wird schlechter. Unsere Karre brennt. Wir sollten gucken, dass wir möglichst schnell wieder in die Stadt kommen. Der Sturm wird schlimmer. Ja, bin ja schon weg. Eieiei. Das war hart. Gut gemacht. Das war knapp. Oh, machst du dir etwas Sorgen? Demus sagt... Meine Sorge galt den Artefakten und die werden wir gut verwenden. Die Rüstung, die du gefunden hast, ist sehr selten. Packer sagt, Ma trug sie im großen Kampf um den Planeten vor langer Zeit. Behalte sie. Glaub mir, du wirst sie brauchen. Ah, wir haben unsere erste Panzerung erhalten. Hat sich doch gelohnt. Und etwas mehr Leben dadurch. Mal gucken, ob wir jetzt unser Minispiel machen können, ohne dass wir direkt von Horden überrollt werden. Gucken wir mal auf die Karte, aber eigentlich müssten wir hier auch
diese Minispiele angezeigt kriegen. Ich hoffe mal, dass wir die auch wirklich machen können. Und ich mir da jetzt nichts verbaut habe. Nur weil wir attackiert worden sind. Hier vorne war nämlich auch eine Möglichkeit für ein Minispiel. Die wir aber nicht wirklich nutzen konnten. Eine der Palmen war das nämlich. Aber irgendwie... können wir die anscheinend nicht mehr machen. Das ist blöd. Das ist sehr, sehr blöd sogar. Und wenn jetzt die Minispiele verpassbar sind, das wäre dann richtig übel. Was ist das Ding? Naja, wir haben ein Save und ich würde tatsächlich sagen, wir laden es trotz allem nochmal, denn also wenn speichern wir dann nochmal über den zweiten Spielstand rüber. Müssen zwar die Sachen wiederholen, aber ich möchte unbedingt die ganzen Nebenmissionen auch noch mitnehmen. Beweise dein Fahrkönnen in einem Rennen. Schlage die Bestzeit für die Strecke und beeindrucke mich. Dann gewinnst du einen Preis. Yep. Wir haben wieder Rennmission. Nur diesmal etwas bodenständiger, würde ich mal behaupten. Wir können uns anscheinend auf jeden Fall mit den Minispielen so ein bisschen retten vor den Angreifern. Das war die falsche Taste. Das Springen kann ein bisschen Zeit retten. Nein, das hat Zeit gekostet. Und leider habe ich auch den Turbo nicht erwischt. Ah, mit den Springen, das muss man echt gut timen. Mist.
Ja Gott, ich brauche keine Gegner, um schlecht zu fahren und irgendwie hängen zu bleiben. Ich krieg auch alleine hin. Ja, ich mach mal einen Neustart. Das war so schlecht gerade. Manchmal verliert erstmal direkt am Anfang 30 Sekunden dadurch, dass man erstmal starten muss, richtig. Kann ich direkt neu starten. Das war schlecht. Das war sehr, sehr schlecht. Ich sag ja, so Fahrmissionen, die liegen mir nicht. Mit Jack X müssen wir echt mal gucken, wie das ist. Ob das dann wirklich ist. Wichtig ist für die Story oder ob das einfach nur kompletter Spin-off ist. Ja, soweit ich weiß, soll das aber quasi die Story hier nach sein. Naja, müssen wir mal gucken. Na, trotz Turbo 1:10. Um den Dreh. Ja, den Turbo würde ich tatsächlich erst hier hinten einsetzen. Ich habe ein bisschen das Gefühl, wenn wir springen, dass wir langsamer werden, dadurch, dass wir zu lange in der Luft sind. Dann können wir die Zeit sparen. Spare ich mir wieder auf, bis wir die Kurve haben. Ja. Ah, das hat ein bisschen Zeit gekostet. Das wird knapp, das wird sehr knapp. Na komm, ach, vergeigt. Obwohl ich recht gut gefahren bin. Ein einziger Fehler hat ausgereicht und wir haben schon vergeigt. Ah, das ist auf jeden Fall richtig übel schwer. Dieser eine kleine Fehler, wo ich zurücksetzen musste, war schon zu viel. Naja, es wurde mir ja schon gesagt, dass das
noch mal eine ganze Ecke schwerer sein soll als Teil 2 und der war schon hammermäßig schwer. Und da heißt es immer, Spiele wie Dark Souls seien schwer. Ja, diejenigen, die das sagen, sollen mal die alten Spiele spielen, die sind nämlich fast alle schwerer. Also großartig leichte alte Spiele kenne ich kaum. Die Mehrheit, ich kenne es sogar eher sehr, sehr schwer. Auch hier ist das Santa-Spiel, was ich noch aktuell zeige, ist ja auch wieder so ein bockenschweres Spiel, auch wenn das jetzt ein PC-Spiel ist. Nein! Ach man, das hat wieder Sekunden gekostet. Ein dummer Fehler. Wir waren so gut in der Zeit. Deswegen, die Tropos müssen gut getimed sein, der war schlecht getimed. Wir müssen jeden Turbo erwischen, sonst ist das nicht zu schaffen. Blöd ist natürlich, dass die Karre auch so viel rumeiert. Na, ist schon wieder fast nicht zu schaffen. Na, beim nächsten Fehler habe ich schon vergeigt. Na, das kann ich schon wieder vergessen. Je nachdem, wie man mit dem Rad aufkommt, lernt man dann fliegen. Na, das ist schon kaum zu schaffen. Na komm, 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 komm. Nein, nicht nochmal. Noch ein heiliger Ort in der Wüste. Gehe dorthin und zeige uns, ob du so gut bist, wie man sagt. Mhm. Wir wissen ja schon, wo. Und wieder bewahrheitet sich, was man erzählt. Du warst... Beweise dein Fahrkönnen in einem Rennen. Schlage die Bestzeit für die Strecke und beeindrucke mich. Dann gewinnst du einen Preis. Pff, 3,15 Silber. Wie soll ich das denn schaffen? So schon mal nicht. Um ganz ehrlich zu sein, ich glaube nicht, dass wir hier alles freischalten können. Also, wenn ich mir jetzt schon ansehe, wie schwer die Minispiele sind und wir haben gerade eben Bronze so gerade eben noch geschafft.
Dann werde ich zwar versuchen, möglichst viel mitzunehmen, aber ich verspreche bei dem Spiel keine 100%. Dass man auch hier leider wieder nicht angezeigt wird, wo wie viel zu finden ist. Wo 100% eigentlich mein Ziel ist bei den meisten Spielen. Muss halt auch realistisch umsetzbar sein. Das hat schon wieder etwas Zeit gekostet, auch wenn wir gut in der Zeit liegen. Ach, blödes Heck. Na, ich glaube nicht, dass wir das noch schaffen. Vor allen Dingen nicht, wenn die Karre immer so komische Überschläge macht zum Teil. 30 Sekunden. Das wird wieder knapp. Das wird wieder extrem knapp. Das können wir schon wieder nicht schaffen, weil ich hier Turbo verpasst habe. Mist. Ah, der wollte nicht springen. Hier darf man sich echt nicht den kleinsten Fehler erlauben, wenn man das schaffen will. Ah, ich denke mal 3 Minuten 10 wird wahrscheinlich dann Gold sein. Bei den Polterstrecken, das ist echt ein bisschen problematisch immer mit dem Turbo. Blöd ist, der eckt überall immer an. Und das kostet Zeit. Da die Räder irgendwie ein bisschen die Eigenschaft eines Flummis haben, landen wir des Öfteren mal auf der Nase. Ich glaube, das funktioniert besser, wenn ich den Turbo ein bisschen später einsetze.
Hier sollte ich vielleicht den Turbo auch bewahren für die Wasserstelle. Es wird wieder sehr, sehr knapp. Hier ist der Turbo eigentlich immer gut eingesetzt. Ah, dieser eine Schwung, der kostet immer so viel Zeit. Och Mann, wieso springt der schon wieder nicht? Ach, ey, das hasse ich, wenn irgendwas nicht reagiert. Mit Turbo hätten wir es vielleicht geschafft. Ja, also Gold glaube ich nicht, dass ich das hinkriege. Also Silber ist schon sowas von schwer. Wenn wir das hier geschafft haben, muss ich auch mal gucken, was die Aufnahmezeit sagt. Na, blöd, die Karre verreißt jedes Mal bei dem Sprung, weil Boden zu nehmen ist. Na, das war gut. Gerade mal Runde 2. Nein! Ach, Mann. Kann man schon direkt neu starten. Das ist nämlich nicht zu schaffen. Das Zurücksetzen dauert zu lang. Da sind mindestens 3-4 Sekunden weg. Und hier sind 1-2 Sekunden schon zu viel. Je nachdem, wie die Radstellung ist beim Landen, verliert man ja auch eine Menge Zeit. Also mal gucken, dass ich möglichst gerade lande, weil sonst hüpft der so komisch rum. Ja, das Wegrutschen hat auch gerade ein bisschen Zeit gekostet. Je nachdem, wie ich die Hügel erwische, verliere ich auch jedes Mal Zeit. Ach, Mist. Bin schon wieder aus dem Gleichgewicht gekommen. Kostet immer so extrem viel Zeit, dass es eigentlich nicht mehr zu schaffen ist. Das war nix. Oh ja, also wenn ich bedenke, dass das gerade mal die ersten Farmmissionen sind,
das Spiel ist sowas von schwieriger als der zweite Teil. Auch überhaupt die allerersten Missionen von der Hauptmission her selber sind schon extrem hart. Wenn er direkt von Horden Gegnern attackiert wird mit dem Fahrzeug. Das ist auch so heftig. War nicht gut. War ich wieder unkonzentriert, weil ich so viel gequatscht habe. Na, das war ganz gut. Okay, also das hat noch gezählt mit dem Einsammeln. Ich habe nämlich schon befürchtet, dass ich den nicht mehr krieg. Ach, Stickdrift. Ja, das Problem habe ich leider auch bei dem einen oder anderen PlayStation-Pad. Man muss aber auch bedenken, die Pads sind teilweise schon über 20 Jahre alt. Da kann dann schon mal vorkommen, dass sie nicht mehr so ganz sauber sind. Oh je, jetzt klappt gar nichts mehr. Mal gucken, was die Zeit sagt. Nicht, dass ich hier einen extremen Überpart mache. Da fehlt mir gerade ein bisschen Zeit. Ah, okay, wir haben schon einen extremen Überpart. Gut, dann machen wir hier an der Stelle erstmal einen Cut und beim nächsten Mal schaue ich mal, ob ich diese Rennen irgendwie auf die Reihe kriege. Bis dann. Tschüss.